So, okay. So, jetzt. Jetzt wollte ich mal ganz kurz was nachschauen. Einen Moment bitte. Ihr seht das ja gerade nicht. Okay. Ich wollte wirklich nochmal prüfen, warum der Grafikspeicher so viel ausgelastet ist. Viel mehr als sonst. Aber ich habe kein Programm, was dafür verantwortlich sein könnte, eigentlich auf. Und zack! Was zum? Wenn du nicht aufgetaucht wärst, so. Wer weiß, was dann passiert wäre. Okay. Es gibt da draußen noch eine Menge zu tun, Deputy. Richtig. Falls du noch mehr Geiseln findest, befreie sie bitte. Diese verfluchten Peggys dürfen sie nicht bekommen. Suche und Rettung. Okay. 14 von 20. Ich mach den Rest. Hier. Da links zuerst. Stimmt, ganz kurz. Wo ist denn eigentlich... Das hier würde ich gerne zuerst machen. Moment. Wie viel sind denn das? Nur zwei? Drei. Aha. Fertig. So. Was ist das hier unten? Wolfsköder. Aha. Interesting. Okay, dann. Ich wollte das hier machen. Genau, das hier wollte ich machen. So. Entschuldigung. So, jetzt hier. Verpasst dem Viech eine Kugel. Ja, geht gerade schlecht. Verdammt. Ja, oder so. Zurück, zurück, zurück. Uma, ausgerechnet jetzt. So. So. Ach, wir sind schon unten. Okay. Ja, im wahrsten Sinne, wa? Ja, gut, das Ding kann sie in eine Tonne treten. Toll. Kugas Baseballkarte, was? Die Hütte ist so offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. Lesen. Notfallmaßnahmen an der Cooper-Hütte. In Notfällen verfügt die Cooper-Hütte über einen nahegelegenen Sturmbunker. Klettert einfach runter und schließt die Luke. Bleibt im Bunker, bis die Krisensituation vorüber ist. Old Sun Outfitters. Okay. Ja, natürlich. Hast das Notfalllager hat einen Sender, der Interferenzen in deinem Funkgerät erzeugt, wenn du ihm zu nahe kommst. Ist wahrscheinlich irgendwo vergraben. Würde ich auch nicht in der Hütte lassen. Hau ab. Nein! Komm mal klar, verdammt! Ja, komm hier. Gefunden? Sauber. Weiter zur nächsten Hütte. Ah ja, stimmt, wir haben ja keinen... toll. Dann eben damit. Help me.
Ja, oder da. So, jetzt hier. Einmal ein bisschen Jass geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe. Hey, wo soll ich denn jetzt langfahren? Diese Routenführung ist so dämlich. Das Versteck sollte irgendwo... Scheiße, eine Sektenpatrouille ist auf dem Weg zu dir. Komm in die Gänge. Ja, ist ja gut. Hübscher Hund. Schade, dass er stinkt. Im Suchgebiet. Plattenkiste. Lesen. In Eli verfasste Notiz. In Eile verfasste Notiz. Eli, wir können nicht mehr länger bleiben. Mit den ganzen Patrouillen der Sekte ist es hier zu gefährlich. Das Zeug, das ich für dich aufbewahrt habe, ist draußen an dem üblichen Ort unter der Erde. Tut mir leid, Eli. Aber ich muss an meine Familie denken. Neil Diamond. So. Das Versteck liegt definitiv außerhalb der Hütte. Sieh dich um. Mhm. Nein, oh, schon wieder daneben. Nachladen zum 100. Mal. Okay, jetzt wird es mir zu viel. Warte. Okay. Jetzt. Vielleicht gibt es irgendwo ein Loch im Boden. Du weißt schon, mit einer Klappe darüber. Ja, ja. Mhm. Haben alles mitgenommen, was geht. Moment. So, jetzt. Mayday! Mayday! Hör mir leid! Die Giraffen essen und singen! Wir sind in der Gefahr! Wir brauchen Hilfe! Mhm. Okay. Scheiße, das ist das letzte Versteck. Deputy, du bist dicht dran. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen. Okay, los geht's. Auch auf die Straße. Ich hab den Rest. Gott. Diese perfekte Steuerung. Oh Gott, ist das bescheuert. Hilfe. Ich lass grad nur rollen, ich sag's nur. Oh Gott, nein! Kannst du echt keinem erzählen. So, warte. Hier. So, oh Gott, diese Steuerung. Nein, hier ist Wasser. Na ja, toll. Tschüss. Scheiße. Das ist gut. Unterwegs. Großartig. Scheiße. Ist ja ganz toll. Hey, hab dich im Bild. Warte. Oh nein! Die Schweinepriester haben es ausgeräumt. Die fahren mit unserem Kram weg. Ihnen nach und hol dir das Zeug zurück. Okay. Schnell, wir entkommen. Zu spät. Hä? Wer? Gut, der ist mir ehrlich gesagt scheißegal. So. Diese
kann er erst. So, fertig. Okay, das sollte reichen. Komm zurück zu Wolfstein. Jo. Er schluckt was. Sektennotiz, alle klar, Psychopathenbrief, ciao. Okay. Ist hier sonst noch wer? Oder irgendwas? Oh, was ist nach vorne? Oh. Ein bisschen Munition. Stellungswechsel. Ja, genau. Na, Alter, weißt du, gelockt, aber dann doch nicht, oder wie? Entdeckt? Aha. So. Dann. Sauber anvisiert. Ja, ist ja gut. So. Dann, wo müssten wir denn dann mal hier und so. Oh, die Markierung haben wir übrigens immer noch. Baseballkarte? Was? Wofür brauchen wir die denn? Hier, Wolves Den. So. Ein sauberer Kopfschuss ist schon klasse. Ein Pfeil direkt durchs Auge. Noch bevor sie am Boden aufkommt. Bist du auf Meth? Ja, wenn du nicht weitergehst, mache ich das vielleicht. Dann geht's mir wieder. Oh, wie das immer aufregt. Meine Fresse. Gute Arbeit. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Das ist einfach nicht. Mhm. Du wirst uns helfen, diesen Berg zurückzubekommen. Sehe Bewegung im Aussichtsturm. Wahrscheinlich Peggy, dabei. Die Sache ist die: Ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen. Um die Moral der Truppe aufzubauen, Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt, ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster. Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinyl-Alben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheaty rund um die Uhr. Hoffe, du bist bereit dafür. Discjockey, alles klar. Gibt's die Liste noch? So, da mache ich mir mal ganz kurz einen Screenshot von. Hat er jetzt einen Screenshot gemacht? Gibt's da bei OBS eigentlich auch eine Funktion für? Ich weiß es nicht. Ich drücke mal ganz kurz die Taste hier. So. Okay. Neues Objekt in der Plattenkiste. Noch was hier. Cool. Diese Schätzchen gehen sofort auf Sendung. Wenn du noch mehr findest, kommen die auch auf die Playlist. Ah, habe ich schon mal abgegeben. Alles klar. Okay. Geh nie ohne Waffe nach draußen. Hier ist es nicht sicher. Wir können eigentlich noch gar nicht auf Sendung gehen, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenken würde. Okay. Ah ja. So, was ist das hier? Ach, Funkstille, die Geschichte. Klatsch, Nixon, ciao. Baseballkarte braucht kein Mensch. Ist mir ja doch so noch so eine Sammelscheiße. Hier könnten wir mal hin. Wir wollten die Grizzlies holen, ne? Pass auf.
Dann gehen, reisen wir hier jetzt hin. Holen die Karte und dann gehen wir darüber. So. So machen wir's. So. Wo ist die Karte denn jetzt, wenn wir schon mal da sind? Da hinten irgendwo. Ne, toll, genau auf der anderen Seite. Das passiert, wenn du tolle Karte. Nein. Hier. Ist hier, hier ist ein Boot. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir nämlich auf eine andere Seeseite. Das spart Zeit. Hier ist doch kein Boot. Toll. Da müssen wir hin. 300 Meter ohne Fahrzeug, ohne alles. Peggy's, hoffe ich. Notfallmaßnahmen an der Cooper-Hütte. In Notfällen verfügt die Cooper-Hütte über einen nahegelegenen Sturmbunker. Klettert einfach runter und schließt die Luke. Bleibt im Bunker, bis die Krisensituation vorüber ist. All Sun Outfitters. Den Zentren haben wir im Haus, glaube ich, gerade eben schon gelesen. Oh. Das kommt ja wie gerufen. So. Hey. So, oh nee. Jetzt habe ich das auf Grund gesetzt. Hier ist natürlich auch nicht so gut. Moment. Kann ich das? Geht das? Ah, geht. Okay. Wir müssen ja auch noch bis da vorne hier. Moment. So, hier müssen wir ja hin. So. Ja. Sah lustig aus, wie er nach vorne weggeflogen ist gerade. So. Nehmen wir das hier vorsichtshalber schon mal in die Hand. Wir sind so krass. Wir sind so krass. So, Mädchen in der 7. Klasse. Okay, Entschuldigung. Irgendwo hier halt. So. Ja. Jetzt warten wir wieder 5 Stunden, bis mal einer spawnt. Ja. Das ist kein Grizzlybär. Jacob trainiert seine Leute. Aber egal. Ich werde trotzdem jeden einzelnen dieser Bastarde töten. Da unten ist ein Außenposten, glaube ich. Den können wir gleich mal mitnehmen. Wenn wir das denn wollen. Knall das Miststück ab! Nein, jetzt rennt er weg. Scheiße, schnell hinterher. Bleib hier! Bleib hier! Bitte bleib hier! Komm schon, bleib hier! Gott, wie weit rennt der denn? Okay, warte. Ne, ne. So, haben wir schon mal einen. Okay. So. So ein Schwarzbärenhaut, sehr gut. Fehlt noch eine. Wieso habe ich das jetzt weggesteckt? Ist auch egal. So, das hier oben war, glaube ich. Nee, das war keiner. Dein Köter ist schön groß. Die kleinen Klepper kann ich nicht ab. Das kann ich gut verstehen. Kleinen Hunde glauben auch immer, wie heißen die hässlichen Viecher nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Die immer glauben, die wären die größten, obwohl sie die kleinsten sind. Das finde ich immer am allerwitzigsten. So. Ach, guck mal hier. Schön. Ja. Klappt gut.
Ja. Schöner Hund. Hauptsache, er verrät deine Position nicht. Ist richtig. Das ist auch schön hier. Wenn man so ein bisschen still ist, dann spannt das auch so ein bisschen hier, wenn man einfach nur so rumsteht. Oh Gott. Es verschwinden nicht nur normale Leute. Auch die Miliz der Whitetails muss dran glauben. Diese Vögel sind dumm wie Brot, schmecken aber köstlich. Komm schon, hier muss noch einer sein. Bitte. Bitte. Oh. Moment, da eile ich mal sofort hin. Ich schulde dir mehr, als du dir vorstellen kannst. Achso, ist schon. Das brauchen die ja nicht mehr. Ist richtig. Vorne ist irgendwas Rotes auf dem Radar. Ich sehe es nur nicht. Das Mistviech. Kann ich die nicht? Nee. Ja. Komm schon, einer muss hier doch noch sein. Meine Güte. Den da vorne machen wir sofort gleich. Ich würde nur gerne den einen Grizzly hier noch, damit wir diese Mission aus dem Henban River Gebiet endlich mal fertig kriegen. Hauptmission würde ich gerne alle fertig kriegen. Wenn das denn die Möglichkeit ist. Oh Gott. Ich glaube, wir sind später nochmal wiederkommen. Ja, sieht ganz so aus. Okay. Ich latsche erstmal hier vorne hin und dann danach gehen wir nochmal hier oben schauen. Zur Not muss ich nochmal kurz ins Menü und dann einmal durchladen. Okay. So, da sind wir wieder. Die Prepper hier wissen einen Scheiß. Meine Oma könnte dir noch was beibringen. Ich bin noch geschlagen. Stellungswechsel. Richtig. Wir haben uns vor jedem Hindernis, jeder Gefahr, jeder Angst abgeschirmt. Wir jagen nicht mehr unser Essen, suchen nicht mehr nach Wasser, machen kein Feuer mehr. Wir kennen Hunger, Durst und Kälte nicht mehr. Die Dinger müsste man mal kaputt machen können. Die Lösung ist Krieg. Krieg wird das Beste aus uns herausholen. Merkt ja eigentlich keiner. So, den Alarm würde ich gerne wegmachen. Jetzt aber erstmal. Alter, habe ich mich erschreckt. Oh, leck mich doch. Na toll. Okay, warte. Nein, 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 nein. So. So. Den wollte ich nochmal schnell. Den habe ich aus dem Augenwinkel nämlich gerade noch schnell gesehen. Fuck, die haben ja zwei Alarme. Fuck, den hätte ich oben auf dem Berg schon machen können. Oh, Alter, latsch doch mal woanders lang.
schon was gemerkt? Ich glaube nicht, oder? Scheiße, jetzt spätestens. Nein, ausgerechnet jetzt wieder. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, ich könnte jetzt schon so hart kotzen gerade. Ja, natürlich. Oh, Alter, weißt du was? Dann fickt euch doch alle, ey. Vor allen Dingen, das Geile ist, der eine Alarm fehlt noch. Ja, natürlich. Scheiße. Hau ab. Scheiß hier aus. Ja, wo ist denn der? Scheiße, Boomer ist down. Alter, jetzt habe ich die nicht ernsthaft. Oh, Alter, leck mich doch, ey. Ich könnte so hart kotzen gerade wieder, ey. Ich bin so dämlich. Oh, Alter. Meine Fresse, ey. Wie diese Vollidioten haben wir mal aushalten. Du bist tot, verdammt! Ey, wo haben die denn geparkt? So, warte mal. Hier ganz schnell. Moment. So. Da hinten irgendwo. So. Oh, scheiße. Ja, das ist gerade nicht so optimal. Hinten müssen jetzt ja eigentlich welche sein, oder stehen die auf dem Dach? Oh. Glück gehabt. Nein, nein, nein. Puh, Alter. Wozu er jetzt nochmal einen da reinsetzen wollte, das verstehe ich irgendwie wiederum nicht, aber gut. Muss ich ja auch nicht. So. Ja, nicht übertreiben, ne? Aber es war der schlechteste Außenposten, den ich jemals gemacht habe. Wärst du schon lange tot. Aber Joseph hat da andere Vorstellungen. Und er möchte mit dir reden. Natürlich. Und genau das wirst du auch tun. Keine Sorge. Meine Jäger werden dich zu ihm bringen. Mhm. Oh Mist! Er ist schon wieder hinter dir her! Sei lieber vorsichtig! Wie du die Ranger-Station befreit hast. Ich hätte eine Herausforderung für dich, wenn du es dir zutraust. Ich habe die Ziele wieder aufgestellt. Mhm. Der Rekord, alle zu treffen, liegt bei 30 Sekunden. Mal sehen, ob du das besser kannst. Okay. Hey, Schätzchen. Was gibt's Neues? Schießstand. So. Ich nehme mal dies hier, weil beim anderen müssen wir mal so schnell durchladen. Ich mache mal ganz kurz hier. So. Die Pässe haben hier irgendeinen Scheiß angestellt. Fünf erst? Oh Gott. Zwei noch. Muss ich erstmal sehen, wo sind denn die überhaupt? Scheiße, ich sehe die gar nicht. Ach, da. Alter. Reiche den Ort? Was? Ach, habe ich schon. Okay. Das war gerade sau dämlich. Warte mal. Hier, so jetzt. Du musst mal eigentlich da weg. Aber gut. Alter! Ja, dann verpiss dich da. Ich seh da was. Sei bereit. Komm hoch. Die Whitetails werden das hier sinnvoll. Da vorne habe ich noch einen gesehen. Nein. So. Da. Scheiße. Schlecht. Einer noch. Wo ist denn der? Da. Direkt vor der Nase. So. Huh. Einfach so? Fünf? Was? Alter, geht's noch? Alter, wie fliegen die denn schon wieder? Sehr realistisch wieder alles wie heute. Enzo ist
ist nicht so meins. Davon kriege ich die Scheiße nicht. Leck mich doch. Weißt du was? Ja, genauso viel, als wenn ich so direkt zielen will. Alter, wie schlecht ist das denn bitte gemacht, ey? Alter, geht's noch schwieriger. Eins. Toll, eine halbe Minute noch. Alter, fick dich doch, ey. Ich hab gleich ein ganzes Magazin für die Scheiße hier verballert, die kein Mensch haben will. Ich hab mal ein Bild von dessen Pimmeln gesehen. Scheiße. Tschüss. Ganz ehrlich, fick dich. So sau unnötig. Glaubst du echt nicht, ey. Können die bitte noch schneller fliegen, ja? In echt würden die auch in diese Richtung fliegen, ja? Hm, natürlich. Alter, was habe ich gerade gedrückt, Spiel?